Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Birgit von Kreativstempel und heute habe ich wieder ein Bastelvideo, ein Kreativvideo für euch. Und zwar ist heute wieder Zeit für einen Design-Team-Beitrag für die Facebook-Gruppe Bastelspaß mit Biene. Und zwar bin ich da Gastdesignerin seit geraumer Zeit und heute ist wieder mein Videotag und ich präsentiere euch die schönen Produkte von der Facebook-Sammelbestellergruppe Bastelspaß mit Biene. Ich habe euch heute eine Glückwunschkarte im Mixed-Media-Style mitgebracht und möchte euch heute ja zeigen, wie ihr diese schöne Karte nachbasteln könnt. Das sind die Materialien, mit denen ich arbeite. Wie gesagt, aus der Sammelbestellergruppe Bastelspaß mit Biene. Ich habe ein wunderschönes Designpapier von Mintai für euch mitgebracht. Mit dem habe ich schon das letzte Mal gearbeitet. Jetzt muss ich wieder gucken, wie es denn heißt. Birdsong heißt es von Mintai. Dann möchte ich euch heute die Schabloniertechnik zeigen. Und zwar mit dieser schönen Schablone mit diesem Stencil und zwar hier mit dieser schönen Blätteroptik und zwar mit diesen Pasten können wir arbeiten. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich aber diese hier nehmen. Das ist so eine Glitterpaste, mit der man dann schön arbeiten kann. Man könnte das jetzt auch mit dieser von Stamperia machen. Ich denke aber eher, dass ich die nehme. Und dann hier noch mit ein paar Chipboards, ein paar Federn. Das passt hier wunderschön dazu. Und damit arbeiten wir gleich. Bleibt also dran. Und ich zeige euch gleich, wie ihr diese Karte basteln könnt und dann legen wir sofort los. So, ihr Lieben, legen wir los. Das sind also die Materialien, die ich verwende für unsere Glückwunschkarte. Und wie gesagt, ihr bekommt das alles bei Biene im Shop in der Facebook-Gruppe Bastelspaß mit Biene. Und weitere Informationen findet ihr hier unter diesem Video in der Infobox. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Mitbasteln. Legen wir einfach los. Ich schaue als erstes immer, welche Farben habe ich denn hier und suche mir dazu eine Grundkarte. Und zwar habe ich mir dann hier diesen Orangeton rausgesucht. Das ist ja hier in diesem Orange- und Minzeton gehalten, dieses Papier von Mintai. Und schneide mir jetzt hier eine Grundkarte zu. Dazu nehme ich mir einen A4-Bogen Cardstock und in der passenden Farbe und schneide mir den einmal in der Mitte durch. So habe ich eine Grundkarte mit den Maßen 21 x 14,85 und werde mir die jetzt hier in der Mitte einmal falzen. Dazu lege ich die lange Seite an, die 21 cm Seite, und falze hier einmal bei 10,5, also in der Mitte. Und dann falze ich mir die noch einmal mit meinem Falzbein nach und lasse dann gleich mein Schneidbrett hier liegen, weil ich muss ja jetzt hier meinen Aufleger gleich mal ausmessen. Und wo ist mein Lineal? Ihr kennt das alle, gell? Also, wir messen jetzt hier einmal aus, wie groß denn unsere Karte sein sollte oder unser Aufleger. Den würde ich jetzt hier gerne in der Breite 10 cm machen und in der Länge dann 14,5 und beziehungsweise 13,8, dass wir ringsherum 5 mm außenrum Platz lassen. Das hat man nochmal so einen Rahmen. Also ich schneide meinen Aufleger ringsherum 5 mm kleiner, damit ich einen schönen Aufleger habe und einen schönen Rahmen außenrum. So, das bedeutet 10 mal 13,8. Jetzt nehme ich mir hier von meinem Papier dieses hier und dachte mir, das macht sich eigentlich sehr, sehr gut als Aufleger. Und damit werde ich dann hier mit dieser wunderschönen Schablone und meinem glitzernden Pasten hier im Hintergrund noch ein bisschen Bling-Bling reinzaubern. Und dazu schneide ich mir jetzt hier einen Aufleger auf meine Karte. Und zwar habe ich mir überlegt, ja, ich werde es hier oben nehmen, weil ich ja dann hier mir eine Blüte raussuche und vielleicht noch Schmetterling oder irgendwas aus diesem Bogen. Ja,
Genau, so machen wir das. Also ich schneide mir jetzt hier einmal die 10 cm und die 13,8 cm zurecht. Dazu lege ich mir das jetzt hier an. Seht ihr das? Ja, ne? So einmal 10 cm. Schneide ich aber jetzt hier nicht ganz durch, weil ich möchte mir hier unten mein Motiv, diesen Rand nicht zerstören. Und jetzt lege ich mir das hier an bei 13,8. So, und schneide mir das dann hier bis darunter durch. Und dann habe ich meinen Aufleger und habe mir jetzt hier unten das nicht zerschnitten, sodass ich das hier auch noch verwenden kann, wenn ich das wollte. Ja, ich passe einmal ein bisschen auf. Bei dem Papier, was ich liebe über alles, und es ist bei dem Mintai-Papier einfach so, ich liebe es über alles. Ja, da gucke ich immer ganz genau, wo ich was wie abschneide. Das kennt ihr bestimmt auch. So, dann haben wir hier diesen Aufleger. Der kommt dann hier drauf. Ups. Den muss ich ja noch ein bisschen schmäler schneiden, sonst passen die Dimensionen nicht. Seht ihr das, was ich meine? Das gefällt mir sonst nicht. Ich habe jetzt hier, ja, das ging jetzt nicht anders wegen dem Motiv. Ich habe jetzt hier ein Maß von, ja, ich habe mich natürlich vermessen. Ich habe natürlich 13,3, egal, ist nicht schlimm. Bedeutet, wir haben jetzt hier. Ich muss jetzt mal kurz denken, 1,5 cm bedeutet, ich muss auch hier 1,5 cm schmaler machen. Das heißt, ich muss das hier auf 9 cm kürzen. Boah, das ist dann aber viel. Ich mache jetzt erstmal 9,5 und guck mal, wie das aussieht. Hui, 9,5. Und lege es mir jetzt nochmal auf. Oh, ich habe jetzt hier einen Verlust von Papier. Schwer erträglich. Ja, so sieht das schon schöner aus. Ist zwar nicht ganz gleich. Ach komm, wir machen noch ein bisschen, damit es schöner aussieht. Es muss ja gleichmäßig aussehen. So, jetzt seht ihr den Unterschied? Das gibt gleich eine ganz andere Harmonie. Ja, so machen wir das. Wunderbar. Bedeutet, wir haben jetzt hier unseren Aufleger und da mache ich gleich den Hintergrund erstmal mit der Schablone. Und dann haben wir genügend Zeit in der Zeit, wo es trocknet, uns die Motive rauszusuchen. Dazu nehmt ihr euch jetzt einfach eine Unterlage, wo ihr ein bisschen rummatschen könnt. Nehmt jetzt hier euren Aufleger und dann nehmt ihr euch die Schablone. Das ist hier von Pronti oder Prontai Crafts. Ich weiß immer nicht, ob ich es richtig ausspreche. Drum lasse ich es mal lieber. Und die lege ich mir jetzt hier über mein Motiv. Ihr müsst dann halt nur gucken, dass ihr nicht verrutscht. Ihr könnt euch das vielleicht auch ein bisschen fixieren, wenn ihr das möchtet. Mit ein bisschen Klebeband. Ich habe da hier so, da gibt es so Washi-Tape oder so Tape, wo man das befestigen kann, was eben rückstandslos wieder ablösbar ist und somit auch euer Papier nicht zerstört. Da klebe ich mir das jetzt hier einfach mal so ein bisschen Quatsch hier oben drauf, dass das hier nicht verrutschen kann. So, das reicht schon. Jetzt braucht ihr eure Paste, mit der ihr arbeiten wollt, und dann noch ein bisschen ein Schwämmchen dazu. Und dazu nehme ich mir jetzt hier ein Schwämmchen, nehme mir jetzt noch ein Spatel dazu. Und am besten ist es, wenn ihr irgendwie eine, ja, so eine, wie sagt man denn? Ich habe heute wieder Wortfindungsstörungen. Eine Palette habt, jawohl, jetzt habe ich es, eine Palette habt, bei der ihr jetzt so ein bisschen euch Paste rausnehmen könnt. Das war jetzt ein bisschen viel und mit der ihr dann arbeiten könnt. Dann müsst ihr nämlich hier das Ganze nicht zu lange offen lassen und müsst auch nicht da drinnen rummatschen. Und dann geht es nämlich einfacher. Und mein Spatel mache ich mir einfach wieder mit einem Feuchttuch sauber. Alles bestens.
So, weiter geht's. Jetzt nehmt ihr euch euer Schwämmchen und zupft hier so ein bisschen in die Paste. Und dann geht ihr hier einfach in kreisenden Bewegungen über eure Schablone und über euer Motiv. Ihr könnt das auch tupfen, das geht auch, das ist egal, wie ihr das lieber möchtet. Ich arbeite immer so gerne in kreisenden Bewegungen und mache mir jetzt hier so diagonal. Also ich mache das nicht über das Komplette, sondern nur so ein bisschen diagonal. Und ihr seht schon, ich habe viel zu viel Paste rausgenommen. Da solltet ihr ein bisschen materialschonender arbeiten als ich, dass ihr einfach nicht zu viel verschwendet. Machen wir jetzt hier einfach so und gucke jetzt mal kurz drunter. Ja, ein bisschen noch. Schaut, dass euer Papier nicht verrutscht. Und dann könnt ihr das je nach Geschmack hier verarbeiten. So, ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Wunderschön. Fertig. Seht ihr das? Ich finde es schön. Und jetzt solltet ihr auch gleich wieder mit Wasser eure Schablone und auch eure Palette reinigen. Ich mache das jetzt hier mal ganz schnell grob mit meinem Feuchttuch, weil sonst müsste ich jetzt hier zu lange unterbrechen. Also das ist hier wichtig, dass ihr diese gleich am besten, ich mache es meistens so, dass ich mir irgendwo eine Schüssel hinstelle mit ein bisschen Seifenwasser und lege die dann da rein, sodass das gar nicht erst fest wird. Oder ihr geht direkt unter den Wasserhahn und spült das einfach mit Wasser und ein bisschen Seife ab. Das geht wunderbar. Und auch hier in euren Paletten oder ja Unterlagen, Arbeitshilfen, wo ihr euch das jetzt hin... Jetzt habe ich wieder gekleckert. Was ihr halt so zur Hilfe nehmt, das gleich wieder reinigt. So, dann kann jetzt hier unser Kartenaufleger schön trocknen. Und wir gehen zum nächsten Arbeitsschritt. Und zwar suchen wir uns jetzt Motive aus, die dann hier schön drauf passen. Dazu nehme ich mir jetzt hier einmal meinen Stickerbogen oder hier noch einen Rest Papier. Ich denke aber, ich werde mir das hier nicht zerschneiden. Das kann ich nochmal wunderschön als Aufleger verwenden oder für ein Layout. Sondern ich werde jetzt hier mitarbeiten. Und zwar werde ich mir jetzt hier, es muss ja hier auch drauf passen auf meine Karte, werde ich mir jetzt hier etwas Farbenfrohes aussuchen. Und zwar vielleicht diese Blüte und diese noch dazu. Werde mir noch ein paar Schmetterlinge ausschneiden. Und dazu kommen ja dann hier noch diese Federn aus diesem Chipboard. Ein Chipboard ist quasi, das sind so kleine, aus Holz schon vorgeprägte, flache, kleine, ja, Dekorationselemente. Und ihr seht das, die sind schön flach. Und diese Chipboards, die kann man entweder so naturbelassen, wie ihr sie bekommt. Ihr könnt sie aber auch wunderbar embossen, farbig oder klar, dass sie einen Glanz bekommen. Ihr könnt sie aber auch mit Farben, mit Pasten bearbeiten. Dann vielleicht zuerst mit Gesso bearbeiten und dann halt, was ihr so kennt aus dem Mixed-Media-Bereich, könnt ihr die eben auch wunderschön gestalten. Ich lasse sie jetzt hier so naturbelassen, weil wir haben ja hier schon schön viel Farbe dabei. Und ich gucke dann mal, welche Federn wir hier verwenden. Ich werde mir jetzt als erstes, wie gesagt, meine Motive ausschneiden, die ich mir hier dafür aussuche. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, nicht erschrecken, ich habe die Karte noch nicht fertig, sondern ich habe mir alles ausgeschnitten, habe meine ganzen Teile zusammengesucht, die ich auf die Karte haben möchte und habe mir das mal so hingelegt. Das mache ich immer so, damit ich einfach gucke, passt das, fehlt da noch was oder.
Und genau so machen wir das jetzt. Ich lege mir das jetzt mal hier so ganz vorsichtig zur Seite, damit ich nachher noch weiß, wie ich was machen wollte. Aber ihr seht ungefähr, wie das hier werden soll. Und zwar habe ich hier noch ein schönes Schleifenband gefunden. Das passt hier eigentlich ganz gut dazu. In diesem ja, Vintage-Look, sage ich jetzt mal. Und das klebe ich mir jetzt als erstes hier so schräg über meine Karte, über meine Schablonentechnik. Schneid mir das jetzt hier einmal ab. Von der Länge her. Ich mag diese Spitzenbänder. Das passt einfach ganz toll dazu, zu diesem Stil. Ja, und dann klebe ich mir das jetzt hier auf. Aber als allererstes klebe ich mir mal hier meinen Aufleger auf, dass der schon mal festsitzt und nicht mehr verrutschen kann. Und dann setzen wir das hier alles einfach schön zusammen. Ihr guckt einfach mal, was ihr so zu Hause habt, noch zum Verzieren und an Schleifenbändern. Und dann macht ihr einfach gleich mit. So, hier schön festdrücken. Ihr seht, das Glitzer löst sich noch ein kleines bisschen ab, aber das ist nur minimal. Bin ich richtig in der Kamera, dass ihr mich sehen könnt? Ja, ne? So. Gut, und dann klebe ich mir hier dieses Schleifenband auf. Das mache ich einfach mit so einem Kleberoller. Den habt ihr bestimmt alle zu Hause. Das reicht, wenn ihr das einmal hier so im Hintergrund befestigt und legt euch hier das Schleifenband einmal so drüber und drückt es dann fest. Das reicht schon. So, als nächstes kommt dann hier meine Blüte hin mit dem Vögelchen und immer wieder lege ich mir zwischendurch meine Sachen hier auf und gucke, wie ich das arrangiere. Und zwar werde ich mir jetzt diese Blüte mit Kleber aufkleben und dann die anderen Sachen herum so in der 3D-Optik arrangieren. Ich muss jetzt noch mal hier, wie gesagt, gucken, wie ich das machen möchte. Also ihr müsst immer schauen, dass ihr so ein bisschen den Überblick nicht verliert, ne? Dass ihr dann alles irgendwie auch so ein bisschen arrangiert, sodass die anderen Sachen noch drauf passen, ne? Das ist wichtig. Nicht, dass dann irgendwo doch was anderes. Gut, es ist auch nicht schlimm, wenn es dann irgendwie anders arrangiert ist. Mei, dann ist das halt so, ne? So, als nächstes mache ich mir jetzt hier erstmal vielleicht noch die Blüten. Nicht Blüten, die Federn hier drunter. Ich muss noch mal kurz gucken. Also zwischendurch immer mal wieder gucken, wie ihr euch das hier arrangieren wollt. Aber ich glaube, als erstes, bevor ich jetzt hier die Vögelchen aufbringe, mache ich mal hier auch meine Chipboards dran, weil die möchte ich so ein bisschen unter die Motive schieben. Und die Chipboards könnt ihr auch ganz einfach mit ein bisschen Kleber oder so kleinen Klebepunkten befestigen. Ich mache das gerne mit Flüssigkleber. Das hält wunderbar. Guckt mal, was ihr da habt. Das schiebe ich mir jetzt hier so ein bisschen unter das Motiv. So. Und diese Feder hier auch. Das soll ja eine Karte sein, so ein bisschen im Mixed Media Style. Und da sind ja verschiedene Materialien und Techniken erlaubt. Da gibt es auch keine großartigen Regeln. Da könnt ihr euch also ausprobieren, wie ihr das gerne, ja, möchtet. Das mag ich so gerne an diesem Style, weil man da einfach, ja, drauf loslegen kann und gucken kann, was kommt dann am Ende bei raus. Und so diese verschiedenen Materialien und Muster, das finde ich toll. Ja. So, jetzt als nächstes nehme ich mir hier das Vögelchen zur Hand und werde mir das jetzt hier mal gucken, wie ich mir das hier so hinsetze. Jetzt wird es doch wahrscheinlich wieder ganz anders als gedacht. Nee, das kommt dann doch wieder hier hin. Ja, so werde ich das machen.
Und den klebe ich mir jetzt aber hier auch mit Tombow auf oder mit Flüssigkleber, was ihr halt so habt. Und hier unter den Schwanz kann man sich dann ruhig auch mal so einen kleinen Klebepunkt drunter setzen. Ich mache mir da gerne hier so die 3D-Klebepunkte, schneide ich mir dann so ein bisschen zurecht. Aber da was drunter kleben ist nicht verkehrt, dass der jetzt eben hier nicht so in der Luft hängt und dann vielleicht irgendwann abbricht. So, dass das ein bisschen fixiert ist. Jetzt setze ich mir auch diese Blüte mit 3D-Klebepads drauf, weil ich möchte ja auch so ein bisschen 3D-Effekt haben. Setze mir das jetzt hier hin. Jetzt kann man auch, wenn man will, vielleicht hier noch unter den Kopf von dem Vögelchen auch was drunter machen, dass das nicht so in der Luft hängt. Dann setze ich jetzt mal hier mein Schild fest. Also ich habe da keine Strategie, wann ich was zuerst aufklebe. Wichtig ist natürlich, dass die unteren Lagen unten drunter kommen und die oberen oben drauf, klar. Aber guckt da mal, wie euer Empfinden ist. Also ich gucke immer, ja, wie passt es, wie gefällt es mir, wie kriege ich das jetzt hier in eine schöne Harmonie arrangiert. Manchmal, dann gucke ich auch, mache so wie jetzt gerade, mache ich das unten drunter, mache ich das oben drüber. Der Schmetterling kommt dann hier noch so drauf. So rum wahrscheinlich. Nee, so rum, weil wenn der hier oben nach so fliegt, dann fliegt der nach so. Also, ne, da immer so ein bisschen gucken, ne, wie euch das gefällt. Den großen Schmetterling mache ich jetzt auch mit 3D-Klebepads da drauf. Ich hoffe, ihr seht mich. Ich habe immer Angst, ich bin gar nicht in der Kamera. So, und den setze ich mir jetzt hier oben hin, dass der so ein bisschen wegfliegt. Den kleinen mache ich mir hier unten hin. Da mache ich auf der rechten Seite das 3D-Klebepad und links ein bisschen Flüssigkleber, weil der liegt hier auf, hier auf meinem Etikett. So, und dann habe ich mir hier noch so ein paar Bling-Bling-Steinchen rausgesucht und die will ich mir jetzt auch noch aufsetzen. Und zwar gucke ich jetzt mal, wohin. Also ich mag das ja, wenn da so ein bisschen noch Bling-Bling dazwischen ist. Das ist mir immer wichtig, damit das nicht so ganz so nackig ist. Ihr könnt da auch Pailletten nehmen. Guckt mal, was ihr so habt zum Verzieren. Und ich schaue immer, dass es eine ungerade Zahl ist, die dann hier auf meiner Karte ist. Vielleicht das noch. Und dann reicht es, sonst wird es mir zu überladen. Bei Mixed Media ist ja viel erlaubt. Aber passt auch auf, dass ihr euch da nicht zu schnell verspielt und das dann zu überladen ist. Wobei das immer Geschmackssache ist, ja? Also der eine mag es so, der andere so. Jetzt möchte ich noch ein bisschen mit Wink auf Stella arbeiten, also noch ein kleines bisschen Glitzer hier hinbekommen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist meine in klar. Muss ich mal schnell auf meine. Ja, das ist der klare. Und den kennt ihr alle, den Wink auf Stella, der macht noch so ein bisschen Glitzer. Und da gehe ich jetzt einfach hier nochmal so ein bisschen über meine Motive. Seht ihr das? Und dann glitzern die auch noch so ein bisschen. Das mag ich einfach. Also ich mag ja Glitzer und Bling Bling. Das ist einfach meine Welt. So. Und fertig ist die schöne Karte im Mixed Media Style, schöne Glückwunschkarte zum Geburtstag. Und ja, das Etikett habe ich mir eben noch dazu gestempelt, farblich passend. Guck da halt immer, dass das farblich passt. Ich schaue immer, dass ich so drei, maximal vier Farben habe, sonst wird mir das zu bunt. Ja, und so habt ihr eine schöne Mixed Media Glückwunschkarte mit den wunderschönen Produkten aus Bastelspaß mit Biene, der
Sammelbestellergruppe von Facebook und ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, könnt ihr euch jederzeit gerne an mich wenden und alle Kontaktdaten findet ihr hier unten, auch die von Biene. Und wenn ihr Wünsche habt, meldet euch. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Genießt nochmal das schöne Wetter. Es soll ja nochmal ganz schön werden, bei uns in Bayern zumindest. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ganz sicher. Bis bald, eure Birgit. Tschüss.